Oh, hi. Alles gut? Ja, das hat mich nur ein bisschen erschreckt. Was hast du da? Was meinst du? Den Brief in deiner Hand. Ach klar, ja, natürlich. Das ist nur eine Einladung von einem alten Bekannten, aber nicht weiter wichtig. Ich werde nicht hingehen. Warum das? Weißt du, das war schon mit dem Umschlag so komisch, da steht gar keine Adresse drauf. Sag mal her. Also ich finde, du solltest... Naja, gut. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Der ist doch total nett geschrieben. Ja, schon, aber ich habe die beiden so lange nicht mehr gesehen. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Was sollte daran unangenehm sein? Naja, die ganze Situation eben. Du weißt, was ich meine. Das wird schon nicht so schlimm werden. Im Gegenteil, die werden sich freuen, dich nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Außerdem wäre es irgendwie unhöflich, so eine freundliche Einladung abzulehnen. Oder? Na gut. Ich gehe mich schnell umziehen, ja. Alles klar. Freut mich, dass du es einrichten konntest. Ja. Lass dich umarmen. Alles gut? Ja, alles gut. Ich habe dir Wein mitgebracht. Oh, wow, Weißwein. Ja. Wäre echt nicht nötig gewesen. Ja. Danke. Aber komm erst mal rein, Marc ist auch schon da. Das wäre super. Gut. Gentlemen, ich bin überaus froh, dass wir uns nach solch einer langen Zeit endlich wiedersehen und das auch noch bei mir zu Hause. Auf unsere lange Freundschaft und, was noch viel wichtiger ist, auf einen unvergesslichen Abend. Cheers. 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 Sag mal, ist das ein verdammt toller Rotwein? Wo hast du den gekauft? In Friedrichstadt. Da kenne ich einen Winzer, der hat mir den zu einem äußerst ergiebigen Preis verkauft, muss ich sagen. Da hast du ja ganz schön was für geblasht. Ja, es ist ja auch ein besonderer Abend. Ne? Ja. Jetzt erzähl doch mal, Kumpel, wir haben uns jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, dass du als Kfz-Mechaniker arbeitest. Das klingt auch ziemlich interessant. Ja. Benni? Ja? Alles in Ordnung? Du bist so still? Ja, alles gut. Ich war nur in Gedanken. Hey, falls es dir nicht gut gehen sollte oder so, ich kann ja ganz gerne nachschauen. Vielleicht habe ich irgendwo eine Aspirin oder sowas. Nee, danke, keine Tabletten. Mir geht's gut. Ach so. Ja. Okay. Na, wenn ich so eine hübsche Perle hätte wie du, dann wäre ich auch die ganze Zeit abgelenkt. Wovon sprichst du? Wie bist du denn drauf? Wie soll ich denn drauf sein? Ganz normal. Ich weiß nur nicht, wovon du sprichst. Na, ich rede von... Der Wein, Vince, ist im Übrigen sehr gut. Wo hast du den her? Friedrichstadt. Er ist sehr gut. Muss ich auch mal eine Flasche besorgen. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Mir ging es nie besser. Ich müsste vielleicht mal deine Toilette benutzen, wenn es in Ordnung ist. Ja. Natürlich. Den Gang entlang und dann rechts. Okay, danke.
Also da kamen so die Blondiner mit ihrem Auto so und meinte so, dass da irgendwelche komischen Geräusche kommen und die kannst du jetzt nicht erklären. Und dann mache ich die Karre auf und dann sehe ich, dass die nach 15.000 Kilometern immer noch gar keinen Ölwechsel gemacht hat und der ganze Motorraum war komplett schwarz. Und du konntest da richtig mit dem Messer drin rumschauen. Benny, mein Angebot steht immer noch. Was meinst du? Das kann ich dir sagen. Du hast den lieben langen Abend nicht mehr als ein paar kleine Sätze von dir gegeben. Woraus ich schließe, dass es dir nicht gut gehen muss. Wie sieht's aus, Kumpel? Soll ich dir eine Aspirin besorgen? Oder wie wär's vielleicht mit einer Paracetamol? Nein, danke, ich brauche nichts. Alles gut. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Wir müssen unbedingt deinen Zustand verbessern. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber du sitzt da wie so eine beleidigte Leberwurst. Oder? Ich hatte da eine ziemlich gute Idee. Wie wär's, wenn du uns mit einer kleinen Anekdote erheitern würdest? Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Marc, aber ich wäre sehr entzückt. Na also, Benny, dann leg mal los. Tut mir leid, Vince, mir fällt im Moment nichts ein. Ich weiß. Ach komm, Joel, irgendwas wird dir doch schon einfallen, ne? Irgendwas? Gar nichts. Überhaupt nichts. Also, tut mir leid, aber das ist ziemlich enttäuschend. Wie lange haben wir uns jetzt ungefähr nicht mehr gesehen? Sogar 13 Jahre? Das ist eine ziemlich lange Zeit und normalerweise ist es üblich, dass wenn sich Menschen über einen gewissen Zeitraum nicht sehen, jeder unabhängig voneinander Erlebnisse macht, über die er dann später berichten kann. Und du willst mir jetzt allerernstens weismachen, dass du seit unserem letzten Treffen kein einziges Erlebnis gemacht hast, das in irgendeiner Weise erwähnenswert ist? Also, tut mir leid, aber also, mir wird da eine Menge einfallen. Also, na gut, lass mal das rein. Ich mach den Vorschlag. Wie wär's, wenn ich anstatt dir eine kleine Anekdote erzählen würde? Also ich finde, das klingt nach einem fairen Kompromiss. Oder Marc? Klingt doch fair, ne? Ich finde, du sollst. Was? Was soll ich? Ist okay. Okay. Sie handelt von einem Jungen. Ein Junge, der zwei Freunde hatte, mit denen er durch dick und dünn ging. Nur leider war einer der Freunde nicht ganz der, für den er ihn hielt. Ihn störte anscheinend etwas am Aussehen des Jungen oder er war auf irgendetwas neidisch, keine Ahnung. Jedenfalls erfand er eine Geschichte. Eine Geschichte über die Familie des Jungen. Eine Geschichte, die den späteren Lebenslauf der Familie erheblich beeinträchtigte, sie denunzierte. Sie mussten sogar später die Stadt verlassen. Aber ihr Ruf eilte ihnen voraus. Sie konnten sich auch in der neuen Stadt nicht mehr davon erholen. Kleinen Bruder des Jungen. Drauf ist am schlimmsten. Er konnte sich wahrhaftig nicht mehr davon erholen. Weshalb er eines Abends sich im Badezimmer einschloss und sich eine Rasierklinge nahm. Und dann schnitt er sich seine Pulsader durch. Blutete noch in derselben Nacht. Die Familie fand ihn erst am nächsten Tag auf in seinem Blut.
Wisst ihr, erst wenn man einen Verlust macht, lernt man das wahre Gesicht der Menschen kennen. Doch was ist schlimmer? Der Verlust an sich? Oder die Qual der Reue? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde doch einen trinken, ha? Noch einen letzten Drink. Benni? Nee, danke, ich hab noch. Komm schon. Ha? Aber Marc, du trinkst dann mit mir. Ich bin voll soweit. Ach komm schon, du bist doch nicht voll. Nein, danke, nein. Komm, klein, nein? Du enttäuschst mich. Na gut. Okay, dann trinke ich immer alleine. Hm? Hm. Ja, sag mal, Marc, wenn du schon nichts trinken willst, wie wär's denn vielleicht hiermit? Hast du wirklich gedacht, dass ich einfach so vergesse, was du mir damals angetan hast? Hm? Du willst dich einfach so aus dem Staub machen? Du willst dich einfach so aus dem Staub machen? Was willst du von mir? Du wirst mir jetzt helfen, diese Leiche zu beseitigen. Nein, 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 nein. Ich habe nichts in der Sache zu tun. Wie du was damit zu tun hast. Weißt du, du denkst jetzt vielleicht, dass du fein aus der Sache raus bist, weil du es mir gesagt hast, dass das erst war. Hm? Aber auch du hast mich an eingelassen. Hast dich nie bei mir gemeldet. 13 Jahre sind vergangen. 13 ganze Jahre. Glaubst du wirklich, dass du nach all dem, was passiert ist, einfach so hier rausspazieren kannst, als wäre nichts gewesen? Diese Sache betrifft uns beide. Wird Zeit, dass du dich bei mir revanchierst. Benni? Benni? Sieh mich an, Benni. Sieh mich an. Ich sag dir, wie das jetzt ablaufen wird. Du wirst jetzt eine Wahl treffen. Und ganz gleich, wie diese Wahl ausfällt, wird sie über den späteren Verlauf deines Lebens entscheiden. Und du willst doch sicher aus dieser Sache wieder rauskommen, oder? Ich meine, was würde deine Frau dazu sagen? Woher weißt du von ihr? Von Marc. Marc hat's mir erzählt. Benni, ich brauche jetzt deine volle Aufmerksamkeit. Präg dir die folgenden Worte ganz genau ein. Ja? Bist du bereit? Benni, der heutige Abend hat niemals so stattgefunden. Okay? Sollte dich auch nur irgendjemand über mich ausfragen, wirst du sagen, dass du mich seit über 13 Jahren nicht mehr gesehen hast und dass du weder weißt, wo ich mich befinde, noch wo ich mich befinden könnte. Du wirst ihnen sagen, dass du einen netten Fernsehabend mit deiner Frau verbracht hast. Okay? Verstanden. Dann solltest du auch nur ein klitzekleines Wort über den heutigen Abend verlieren. Kann es womöglich sein, dass ich deiner hübschen, süßen Frau einen Besuch abstatten werde? Ich hoffe, ich habe mich schlau genug ausgedrückt. Ja. Ach, und bevor ich es vergesse, verbrenn den Brief. Es darf nichts, absolut nichts auf mich zurückführen. Das gilt für uns beide. Na klar, gleich, wenn ich zu Hause bin, werde ich ihn verbrennen.
Gib immer schön Acht auf dich, Benny. Ich werde ab jetzt immer ein Auge auf dich werfen. Du wirst nie wissen, wann und wo. Aber ich werde da sein. Also enttäusch mich nicht. Na schön, dann würde ich sagen, dass du mir noch beim Verteilen der Erde hilfst und dann sind wir fertig für heute. Rede mit mir. Ich habe einen furchtbaren Fehler begangen. Ich verstehe nicht ganz. Nadine, ich muss dir etwas über mich erzählen. Kannst du dich noch an Vincent Kowalski erinnern? Ja, wir waren zusammen, da waren wir noch Kinder. Das ist eine Ewigkeit her. 13 Jahre. Ja, kann sein. Ja, es ist so. Weißt du auch, was aus ihm wurde? Er musste mit seiner Familie die Stadt verlassen. Ja, und weißt du auch warum? Meine Schuld. Alles meine Schuld. Ich habe einen furchtbaren Fehler begangen. Als wir noch zur Schule gingen, da warst du das hübscheste Mädchen der Klasse. Ich wollte dich immer ansprechen, aber ich habe es mich nie getraut. Ich dachte, ich würde nicht in deiner Liga spielen. Aber was hast du gemacht? Von allen gottverdammten Jungs musstest du ausgerechnet ihn auswählen. Du musstest dir meinen besten Freund aussuchen. Weißt du, wie hart das für mich war? Versetz dich mal in meine Lage. Immer wenn ich euch zusammen gesehen hab, dann... Eines Abends, da saß ich bei seiner Familie und... Als ich später nach Hause kam, da erzählte ich meiner Mutter. Ich sagte ihr, dass mich Vincents Eltern mehrfach dazu zwangen, mich auszuziehen, nackt vor ihnen, wenn ich bei ihnen war, und dass sie mich und ihre eigenen Kinder sexuell missbrauchten. Meine Mutter ist dann bald zur Polizei und das dauerte dann nicht lange, dann wusste die ganze Stadt davon. Ich konnte ja nicht wissen, was ich auslösen würde. Und weil ich zu feige war, Vincent die Wahrheit zu erzählen, schob ich es auf einen anderen Freund, der nun... Anscheinend haben es dir deine Eltern nicht verraten, aber das ist der wahre Grund, warum Vincents Familie wegzog.
Wegen einer einzigen kleinen beschissenen Lüge. Verstehst du, ich bin schuld am Verfall einer ganzen Familie. Nur, weil ich eifersüchtig auf meinen besten Freund war. Aber andernfalls wären wir nicht zusammengekommen, richtig? Wenn du mich wirklich so sehr geliebt hast, warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Machen wir uns nichts vor, Nadine. Du hast mich damals nicht mal richtig wahrgenommen. Du brauchst nicht so zu tun, als hättest du mir jemals eine Chance gegeben. Ich kann es dir nicht verübeln, ich war ein kleiner hässlicher Loser. Ich weiß, wie das bei euch Freunden läuft. Ihr braucht immer einen äquivalenten Gegenpart. Ja, entweder ist man gut aussehend oder man hat Erfolg und verdient einen Haufen Kohle. Als wir Kinder waren, da hatte ich die Möglichkeit noch nicht, aber sieh mich jetzt an. Ich habe etwas aus mir gemacht und ich kann dir endlich den Lebensstandard bieten, den du dir immer gewünscht hast. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Denkst du wirklich, dass ich den Wert meiner Liebe an deinem sozialen Stand festmache? Ja, natürlich. Wofür hältst du mich eigentlich? Nadine, warte bitte. Warum zum Teufel hast du mich sonst geheiratet? Verdammt! Scheiße! 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 Erst wenn man einen Verlust macht, lernt man das wahre Gesicht der Menschen kennen. Doch was ist schlimmer? Der Verlust an sich? Oder die Qual der Reue?